Gaming-Unit ist wieder am Start. Bevor ich anfange, ich habe ein neues Mikro. Falls Fehler vorkommen sollten, ich werde danach gucken. Also ich schaue mir das Video an und schaue auch nach Fehlern. So, wir haben heute eigentlich so gut wie... Ja, es gibt eine positive Nachricht und es gibt auch negative Nachrichten. Ja, Luki, auf jeden Fall bin ich hier mit Luki. Ihr seht schon, ohne Chrissy. Und das ist halt ein großer Teil von unserem Video. Und was eigentlich das Video als eigentlich nicht Let's Play ist, sondern Let's Talk eher. Ja, bitte, Luki, dann weih die lieben Zuschauer doch mal ein. Jo, also wir haben eigentlich eine neue Information beziehungsweise einen Hinweis auf eine Information an euch, denn ein gutes Mitglied ist nicht mehr in der Game Unit. Fange ich mal hier so an. Der gute Chrissy hat gesagt, er will nicht mehr in der Game Unit sein und er passt zu uns nicht. Die Art, wie wir spielen. Und ja, er will einfach nicht mehr. Und das war auch in letzter Zeit so eher komplizierte Situationen, denn wir hatten oft auch Streit. Und ja, er ist halt nie zu den Aufnahmen gekommen, haben immer gewartet auf ihn 2-3 Stunden. Und ja, und das ist halt nicht mehr gegangen. Und jetzt wollten wir Und es ist auch dann, wo wir 2-3 Stunden gewartet haben, auch kein Video dann aufgenommen worden. Also es ist umsonst. Ja. Und ja, dann hat es eben, er hat es dann auch offiziell gesagt, dass er nicht mehr dabei sein will und ja, es ist halt der Christel nicht mehr hier. Ja, Leute, also wir haben oft mit ihm geredet, wir hatten auch schon so viel Streit, auch der Grund, warum die Videos nicht mehr so kamen. Es war einfach auch, ich meine, wir hatten heute jetzt ein Video aufgenommen. Nee, wir hatten schon das letzte Mal ein Video aufgenommen und da kam dann seine Mutter und hat halt das Video unterbrochen und sowas will ich nicht. Und dann das Mikro und es sind viele Gründe. Und heute war dann das gleich mit seiner Schwester, kommt ihr einfach reingeplatzt. Und zum Beispiel und so. Und ich meine, es ist seine Entscheidung. Ich habe ihn gefragt, möchte er uns verlassen? Ich habe ihn weiß gemacht, dass er uns dann für immer verlässt. Und er hat dann gesagt, ja Leute, ich glaube, ohne mich seid ihr besser dran. Und ja, ich verlasse die Game Unit, hat er gesagt. Und dann sagt ich nehme das zu Herzen. Ich werde dich nicht dran hindern, ist deine Entscheidung. Und ja, das war's dann. Auf jeden Fall, jetzt sind nur mehr Luki und ich übrig. Wenn ich dann noch sagen kann, ja, also wir wissen, was wir jetzt anfangen. Also wir sind jetzt nicht ganz ratlos ohne Chrissy. Was ich noch sagen wollte, zusätzlich eine gute Nachricht. Es kommen Let's Talks. Und das hier, das Video, ist das erste Let's Talk, was ihr vorhin am Anfang schon gehört habt. Da es uns bei uns allen gerade familiär und Schulstress und so auch natürlich ein bisschen heikel ist, weil wir in 2 Tagen Deutschschularbeit haben und unsere Eltern natürlich Stress haben, beziehungsweise uns machen, ist natürlich auch für uns mega anstrengend, wenn die dann zum Beispiel einfach ins Video reinplatzen und das total verhindern. Natürlich verstehe ich das, wenn das einem von uns passiert. Ja. Und natürlich Deutschschularbeit lernen, ich meine, wenn ich auf dem Deutschschulbett lerne, dann lese ich mir mal einen Aufsatz durch. Aber natürlich möchte ich auch keinen Familienstreit damit entwickeln, indem ich mich jetzt einfach beinahe widersetze. Und einfach, ja, es ist kompliziert, Leute. Ihr versteht uns sicherlich, wenn ihr selbst Schüler seid. Aber es ist, im Moment ist für jeden von uns kompliziert. Ich meine, wir haben Hausaufgaben, die wir eigentlich schon morgen abgeben hätten sollen, was aber später kommt. Wir haben Deutschschularbeit in 2 Tagen. Und dann kommt noch die Game Unit. Und Mathe, dritte. Genau, Mathe kommt noch. Da muss ich mir Gott sei Dank weniger Sorgen machen. Aber auch immerhin, weil 4 ist nicht gut. Und ja, Leute. Dann kommt die Sache mit Chrissy. Also, ihr müsst es verstehen, wenn die Game Unit, also zum Beispiel jetzt nur mehr Luki und ich, wenn wir ein bisschen zerstreut sind, ne?
Ich meine, wir unterstützen uns echt gut. Wir sind, wie soll ich sagen, ein Herz und eine Seele. Nur Homo Ja. jetzt. Aber wir halten so zusammen. Und wir unterstützen uns gegenseitig. Natürlich. Wir helfen uns gegenseitig. Und versuchen auch die Game-Unit dann aufzuhalten. Was die Ja. Let's Talks angeht noch. Wir machen auch ernstere Themen, Leute. Also wenn sowas wie Liebe ne kommt, nennt mich von mir aus Schwuchtel oder was auch immer. Aber wenn ihr aus dem Alter noch nicht draußen seid, beziehungsweise auch drin seid, sozusagen, dann tut es mir leid, aber dann seht euch die Let's Talks nicht an, weil da kommen auch strengere Themen, was vielleicht jeden angeht. Und natürlich auch eure Fragen, was ihr uns stellt in den Kommentaren. Das bitte ich euch, dass ihr da an der Game-Unit teilnehmt. Ihr schreibt eure Kommentare rein. Und was ihr als Gesprächsthema haben wollt, da machen wir ein Video und das machen wir gern. Natürlich, wahrscheinlich mache ich ein Video am Wochenende mal. Vielleicht kommt Luki auch. Ich weiß es nicht. Müssen wir alles noch besprechen. Ja. Dieses Video ist jetzt auch ein spontan Video. Weil wir sind jetzt beide, sind ein bisschen zerstreut. Die Eltern nerven. Ich meine, Chrissy jetzt ist gerade vor 10 Minuten ausgetreten. Weil das Video ist sozusagen fresh neu. Und ja, also es geht gerade mit der Game Unit, die Gefühle gehen auf und ab. Und es ist gar kompliziert und Ja. ihr müsst uns auch verstehen, damit wenn weniger Videos kommen. Ich hoffe, nach den Schularbeiten ist die Zeit aufgehört, in den Ferien dann, wenn die kommen, treffen wir uns auch mal privat und so und machen Ja. unser Ding dann. Klar. Ja, Teufel. Aber auf jeden Fall jetzt, Leute, es ist echt total kompliziert und es ist auch, wenn ich euch das jetzt erklären müsste alles, dann könnte ich jetzt eine Stunde noch labern. Aber da wir beide jetzt nicht mehr so viel Zeit haben und eigentlich jetzt eben wie gesagt schon beide Stress haben, geht das Video auch nicht so lang. Ich würde sagen, bis einfach das Game fertig ist, Ja. werden wir es noch versuchen zu machen. Und dann, ja, keine Ahnung, dann wissen wir nicht, wann wir das nächste. Vielleicht wieder Dienstag, wie wir es sonst immer machen, oder vielleicht kommt sogar eins schon am Freitag, oder es kommt sogar eins schon am Wochenende, wir wissen es nicht. Einfach wie die Zeit schlägt. Ja. Und wie es gerade steht. Und ich bin keinem, beziehungsweise jetzt bin ich Luki nicht böse, wenn er nicht kann, weil mittlerweile sind wir ja nur mehr zwei. Und wir machen immer aus, wenn wir beide Zeit haben. Und wenn einer nicht kann, dann wird einfach nicht aufgenommen. Ja. Ja. Leute, ich weiß nicht, Luki, hast du noch irgendwas ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest oder den Zuschauern sagen möchtest oder sowas? Ja, also auch eine gute Nachricht, dass wir euch natürlich auch herzlich einladen zum Mitspielen mit uns. Wir würden uns sehr freuen. Genau. Und ja, das nervige Klicken von Chris ist jetzt auch weg. Ja. Nee, es war auch die Kommentare, was er manchmal in letzter Zeit gegeben hat. Weil zum Beispiel hat Luki gefragt, ja, Chrissy, sag mal was dazu. Ich bin tot. Nee, doch nicht. Und dann sagt Chrissy so, ja, wo ich zum Beispiel aufnehme. Also das war gerade vor ein paar Minuten eben. Wo er aufnimmt, hat er gesagt, ja, bei mir zu Hause, ja, wo denn sonst? Und dass ein bisschen Licht hat, neben ihm ein Aquarium steht, was gerade überhaupt nicht ins Konzept gepasst hat. Und ja, wir haben auch das Spiel verloren. Und außerdem hatten wir dann einen Vorfall eben, einen familiären von einem von uns. Und dann, ich weiß nicht, ich bin jetzt in ein bisschen schlechterer Stimmung, weil alles kommt, wie es kommt. Es ist Schularbeit, was mich auch aufregt. Die Lehrer machen Stress. Es ist gerade echt viel, muss ich sagen. Aber die Zeit, hoffe ich mal, können wir machen, dass wir die Phase jetzt vorbeibringen, weil ich hatte die letzte Woche schon mit Chrissy, dass wir uns da ärgern mussten. Und ich war echt, echt scheiße drauf. Und so fühle ich mich auch heute. Zum Teil natürlich. Und ich finde es auch schade, dass jetzt gerade all so viel Stress ist mit Schularbeit etc. Und Ja. ich meine, was wirst du machen? Natürlich, wir müssen da durch. Aber wir hoffen auf. Au! Wir hoffen auch, dass ihr uns dabei unterstützt. Und fleißige Fans seid, ne? Und Ja. natürlich, wenn ihr abonniert, wir sind herzensfroh.
Ihr könnt immer zu uns gehen zocken, das ist echt kein Problem, Mann. Ja, also. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns beim Liken bzw. beim Kommentar schreiben helft. Ja, auf jeden. Und wir bitten um Unterstützung sehr herzlich und wir freuen uns über jeden Kommentar bzw. Like. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ihr uns abonniert, ich weiß nicht, ihr seid dann sozusagen ein Teil von der Game Unit. Und das wird dann auch immer so bleiben, ne? Und ja, ich habe jetzt schon tausendmal gesagt, aber es ist für jeden gerade schwer, die Zeit, was er gerade durchmacht. Ja. Egal in was. Ich meine, ich habe mit Lucky echt Fun, wenn wir jetzt so hier zocken. Ja. Es macht einfach Fun zusammen. Aber zum Beispiel dann, wenn ich das Video beende und dann wieder auflege und dann habe ich noch ein bisschen vom Abend, dann denke ich mir, ja, was mache ich jetzt noch den restlichen Abend? Dann schalte ich meistens den Fernseher ein, denke mir, ach kacke, jedem geht's scheiße, mir geht's scheiße, ich weiß genau, dass morgen früh wieder die Hölle los ist. Und mir dann einfach alles, der morgige Tag einfach auf die Eier geht. Ich meine, ja, das Feine ist, ich habe morgen frei und ja, es ist einfach. Ja, das ist jetzt zwar nicht viel, aber immerhin habe ich dann morgen frei. Ich müsste eigentlich noch Schultasche packen, ich habe das noch gar nicht gemacht. Ich auch nicht. Ja, eben. Und ich weiß jetzt schon, dass morgen ein anstrengender Tag wird für mich. Zumindest auch die ersten 2 Stunden und so. Mach, ja. Den Rest ziehe ich durch. Ob ich dann ein Video aufnehme, weiß ich nicht. Ach, fuck, mein Fehler. Ob ich dann ein Video aufnehme, das weiß ich nicht. Kommt auf an, wie es Lucky geht, aber ich richte mich da ganz nach ihm, weil ich werde natürlich auch zuerst lernen und dann kommt das Vergnügen. Dass ich morgen lernen werde, das ist hundertprozentig der Fall. Und ob, ich meine, ich freue mich jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Und wie das da morgen ist, muss ich mich nach Lucky richten und das mache ich auch. Weil als Admin habe ich einfach die Pflicht, dass ich meine Abonnenten hier, nee, meinen Co-Admin sozusagen, er ist ja Co-Admin, hier nicht hängen lasse und dass ich mich nach ihm richte. Weil ich nehme ja die Zeit auch. Aber ich will auch nicht, dass er. Was war das jetzt? Ah, das war mein Charakter. Ich will auch nicht, dass er jetzt wegen mir unter den Schulnoten leidet. Was ich überhaupt nicht will. Und dass ich da einfach Verständnis habe, wenn sowas nicht geht, weil Zocken ist bei mir auch nach dem Lernen. Hast du da Kommentar? Oder muss ich so sagen? Ja, also ich finde es auch ganz gut, wenn man nach dem Zocken dann lernt. Und natürlich soll nichts darunter leiden, wie du eben schon gesagt hast. Und ja, eigentlich. Ja, Lehrer machen Stress, es sind nur Scheißfächer in der Schule und wir sind gerade beide, zumindest ich, mental fertig. Ja, ich auch. Also ich bin total an der Grenze, ne? Heute ist echt kacke. Ich weiß nicht warum, aber mir geht's genauso. Und ja, sehen wie der morgige Tag wird, was sicher ist, scheiße. Weil 2 Stunden Biologie gleich am Anfang ist. Bullshit. Ja, und dann kommen wir nach Hause und nächster Tag ist Deutschschülerweit. Natürlich steigt die Aufregung. Und ja. Ich meine, ich war letztes, das habe ich glaube ich eh schon erwähnt. Ich war letzte Woche genauso kacke drauf. Und mir ging es dann echt scheiße. Keine Ahnung, da konnte ich nicht richtig aufstehen und ich hatte echt ein scheiß Gefühl und so. Und auch in der Schule, ne? Ja. Und ich weiß genau, dass der morgige Tag genauso wird, weil ich habe genau das gleiche Gefühl. Nur, dass jetzt halt eine Aufnahme ist und das letzte Woche nicht hingehaut hat. Ja, aber Leute, was... Ja, es ist einfach so, Leute, ich kann jetzt da nichts machen, ne, aber... Ja. Man nimmt's, wie man's nimmt. Ja, es ist einfach so. Ich meine, die Deutschschule, die geht mich auch an, dass wir die nachschreiben müssen. Ach, ja.
Und ich bin auf Deutschschule, weil bin ich immer schlecht eingestellt. Ich war eingefroren, konnte nicht machen, sorry. Auf Deutschschule bin ich prinzipiell schlecht eingestellt, weil ich mit denen nur schlechte Erfahrungen habe. Und der letzten habe ich eine 4 geschrieben. Und ich kenne mich mit dem jetzigen Thema noch nicht mal richtig aus. Und das 2 Tage vor der Schularbeit. Also das Thema muss ich noch ordentlich durchgehen. Ich mache meistens so, ich lese mir einen Aufsatz durch im Internet, Musterbeispiel, und das war's eigentlich, was ich unter Schule bei Lernen auf Deutsch verstehe. Ja. Ja, es ist gerade echt kacke. Also, ich habe es schon tausendmal gesagt, Leute, aber ich kann es nur wiederholen, es ist echt gerade kacke. Ja. Was alles los ist, ne? Ich meine, wir müssen jetzt beide gleich mal Schluss machen. Ich meine, es ist erst 8 Uhr, ne? Normalerweise nehmen wir bis 10 Uhr auf oder so, nach 2 Stunden. Aber heute sind wir leider eben begrenzt. Sehr Ja. begrenzt, ja. Und da ist war auch spontan nach der Aufnahme haben wir das erst erfahren. Und ich meine, ich bin kein Böse, wenn es um so ein Thema geht. Natürlich, es ist. Wir fühlen uns beide scheiße und es ist gerade so. Ich meine, ich muss schon wieder wiederholen, aber wir haben ein Mitglied verloren, die Schule drüber. Es kommt alles zusammen, Leute. Ich könnte stundenlang drüber mit euch reden, ne? Aber Ja. irgendwann ist das Game vorbei und wenn das Game vorbei ist, hört auch die Aufnahme auf. Und da kann ich dann nichts machen. Ja. Ich weiß nicht. Was mich persönlich einen Funken Hoffnung gibt, ist, dass der morgige Tag vielleicht doch nicht so anstrengend wird. Was ich aber auch nicht so richtig finde. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Leute, wenn die Woche vorbei ist und die nächste darauf, dann haben wir eine Projektwoche in Englisch und dann ist Schulstress weg. Also dann Ja. ist das komplett weg. Und dann hoffe ich, dass wir alle wieder gut auf sind. Unsere Eltern wieder. Hoffentlich ein bisschen Verständnis haben, was es angeht. Und einfach, ja, ich bin tot. Verdammt. Ja, Kacke. Ja. Ich meine, was soll ich jetzt noch für ein Thema machen? Ich meine, das war eine spontane Aufnahme. Vorher reden wir immer über ein Thema, machen uns das aus, was wir machen. Aber das ist total spontan und. Ne. Ja, wir haben eigentlich nichts vorbereitet für die Aufnahme. Das war jetzt nur so, dass wir euch das mit Charlie, Chrissy mitteilen, dass wir uns das, dass wir gerade beide in einer schlechten Situation sind, dass ihr das einfach wisst, einfach, dass wir euch das gesagt Ja, und haben. davon war, ja. Und dass ihr da hoffentlich einfach mitfühlt mit uns. Weil, ich meine, was wollen wir. Was wollen wir anders machen? Weil wir haben gerade keine Wahl. Ich meine, was soll ich machen morgen? Ich muss einen Schultag machen. Ich meine, müssen mittlerweile nicht mehr, aber. Natürlich, ey, es ist einfach kacke, gerade. Überall, wo man Probleme finden könnte, haben wir gerade Probleme. Sagen wir so. Ja. Komm, machen wir einfach schnell pushen und nachher. Oder? Ja, ich muss gerade sagen, dass ich dann jetzt verreck. Ja. Ja, bei Dauer. Jetzt gerade ich quatsch drauf. Derek, geh weg. Ich bin tot. Einfach voll auf die Beefen. Ja. Ja. Super, Leute.
Das war jetzt noch in-game ein relativ guter Abschied. Dann Ja. wünschen Luki und ich, wir wünschen euch noch eine schöne Nacht, wünschen Ebenfalls. euch noch ein paar schöne Tage, ne? Und hoffen, dass natürlich euch gut geht. Und Game Unit Ende. Ja, Ciao, genau. Ciao. Leute.